Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 6, Wahl der Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission nach dem Gesetz zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes in Hessen. Nach § 1 Absatz 2 des Gesetzes zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes in Hessen wählt der Landtag zu Beginn jeder Wahlperiode die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission aus seiner Mitte. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtages auf sich vereint. Der Landtag hat, das haben Sie eben so auch abgestimmt, beschlossen, dass die Parlamentarische Kontrollkommission aus 6 Mitgliedern besteht. Es liegt Ihnen ein Wahlvorschläge der Fraktion der AfD, Drucksache 2193, sowie ein gemeinsamer Wahlvorschlag der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Freien Demokraten, Drucksache 2194, vor. Ich darf fragen, ob weitere Vorschläge gemacht werden. Das ist nicht der Fall. Wir haben ebenfalls besprochen, dass diese Wahl offen erfolgt. Auch hier frage ich noch mal, dem wird nicht widersprochen. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer stimmt dem Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Drucksache 2193, zu? Das ist die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist das übrige Haus. Ich frage jetzt noch mal nach Enthaltungen. Das sind keine. Dann stelle ich fest, dass der Wahlvorschlag der AfD nicht die erforderliche Mehrheit enthalten hat. Ich darf nun fragen, wer dem gemeinsamen Wahlvorschlag der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der Freien Demokraten, Drucksache 2194, zustimmt. Das sind die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich? Niemand. Dann stelle ich damit fest, dass folgende Abgeordnete in die Parlamentarische Kontrollkommission gewählt worden: Holger Bellino, CDU, Alexander Bauer, CDU, Thomas Hering, CDU, Günter Rudolph, SPD, Vanessa Gronemann, Bündnis 90 Die Grünen, Moritz Promny, Freie Demokraten.